Guten Morgen! Ja, Leute, wir fahren heute zu KW. Lukas ist auch dabei. Er versteckt sich zwar, weil wir haben 5.11 Uhr, Uhrenabgleich. Ja, 5.12 Uhr, Entschuldigung. Genau, wir halten euch am Laufenden. Bringen ein kurzes Video raus. Und genau, dann sehen wir uns. Schau's dir an, die neuesten Autos auf dem Markt. Was, dein Golf noch fährt? Ja, wundert mich mit auch. Mit Lagerschaden? Wundert mich auch. I'm running away, but you push me away, your lifeline. Losing, ooh, losing your mind. I'm here for you, babe. I loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? Keine Strecke dann für den Bus mit der Kamera zum Reden. Doch, doch, das passt schon. Wir sind jetzt gleich bei KW und dann schauen wir uns mal an, was die Jungs gemacht haben. Wenn sie was gemacht haben, vielleicht haben sie einfach gar nichts gemacht. Kann auch sein. Ich glaube jetzt aber mal nicht. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze auf dem Heimweg hier, auf dieser Rennstrecke funktioniert. Dass er zumindest ein bisschen tiefer kommt wie Serie. Und wahrscheinlich müssen wir trotzdem noch mal nachhelfen. Ja, dann sehen wir uns gleich bei KW. Der Dalli hat eine Story gerepostet ohne Ton. Geil. Doch mit dem Ton. Scheiße. So, wir sind jetzt bei KW. Mal schauen, ob da jemand kurz für uns Zeit hat, um uns zu erklären, was sie überhaupt gemacht haben am RSQ3. Und genau, dann schauen wir weiter. Wie ihr schon gesehen habt, sind wir jetzt bei KW. Das ist der Jonas, wird uns ein bisschen was erzählen zu den ganzen Stationen. Ja, fragt am besten selber was. Ja, ich bin der Jonas, ich bin der neue KW Brand Manager. Bin jetzt hier seit September. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was, wie so unsere Dämpfer entwickelt und gefertigt werden. Ich denke, das wird ganz interessant, interessiert auf jeden Fall viele Leute und ja, starten wir am besten. Also hier haben wir unser Bearbeitungszentrum, hier kommt die Rohware, kommt hier rein, also hier sieht man es in Form von Rohren. Vom Durchmesser her an sich kann man schon ungefähr erahnen, dass es unsere Dämpfergehäuse sind. Also die Maschine, die kann man so bestücken, wie gesagt, hier hinten sind die Rohmaterialien. Die kann die komplette Nacht durchlaufen und am nächsten Morgen hat man hier halt diese ganzen Dämpfergehäuse fertig. Macht das Ganze alles vollautomatisch und ja. Hier hinten sieht man jetzt, da möchte ich mal mitkommen. Hier erkennt man jetzt schon ungefähr, was dabei rauskommt. Also das Gewinde kommt drauf, die Außenkontur kommt drauf und dann kann das Rohr weiter zur Weiterbearbeitung für die nächsten Abteilungen. Also hier haben wir unsere Prüfabteilung, unser Prüfraum. Hier werden die ganzen Teile, die wir in der Fertigung haben, zum Teil zwischengeprüft, ob wir die Qualität halten können. Und da legen wir schon sehr viel Wert drauf, dass das alles passt. Und dementsprechend arbeiten wir hier auch mit sehr teuren Messmaschinen. Ja. Also hier kommen wir jetzt in die Abteilung Schweißerei. Hier in den Regalen sieht man jetzt die ganzen Anbauteile und die Dämpferrohre, wo wir jetzt gerade eben da hinten gefertigt haben, was man gesehen hat. Hier kommen jetzt Anschweißteile ran. Hier baut man Vorrichtungen für verschiedene Dämpfer. Und ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Also so als Beispiel, hier haben wir jetzt den Boden von unserem Dämpfergehäuse. Viele werden das erkennen, zum Beispiel bei der Variante 1. Das Rohr kam jetzt drüben von der Maschine, kommt jetzt hier rüber. Hier hat man dann die Anschweißteile. Der Boden wird hier beispielhaft eingesetzt. Der passt jetzt wahrscheinlich hier nicht unbedingt drauf. Aber das wird dann so eingeschweißt. Und ja, so entsteht sukzessive halt der Dämpfer. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so eine Schweißvorrichtung, um mal zu sehen, wie wir das halt so handhaben. Wir bauen uns hier Vorrichtungen. Das, was ich gerade eben erklärt habe, hier ist der Boden vom Dämpfergehäuse. Hier wird das Dämpfergehäuse reingelegt, hier sieht man die Halterungen und dementsprechend wird er dann halt rumgeschweißt und ja. Im Hintergrund sieht man jetzt die Schweißkabinen, da wird dann das geschweißt, was ich gerade eben erklärt habe.
sind in dem Fall hier auf der Seite 4 Stück, auf der anderen Seite auch nochmal 4 Stück. Und ja, Handarbeit wird hier groß geschrieben, das auf jeden Fall. Wenn das Gehäuse dann die Schweißerei und die mechanische Fertigung durch hat, dann landen die Gehäuse hier. Man kann jetzt hier mal kurz runterschwenken. Man sieht hier, die Anbauteile und die Anschweißteile sind angeschweißt. Dann geht das Ganze weiter, entweder zum Schwarzverzinken, Blauverzinken oder Elektropolieren. Für unsere Inox-Line brauchen wir eine Elektropolitur. Und ja, dann verlassen die Dämpfer erstmal das Haus-KW und kommen dann wieder zurück. Und dann geht es weiter mit der Dämpfermontage. Hier haben wir jetzt unsere Blechbearbeitung. Hier haben wir neue Lasermaschinen. Hier werden die ganzen Blechteile, Anschweißteile hergestellt. Und ja, eben das, was wir gerade gesehen haben, was an die Dämpfergehäuse angeschweißt wird oder angeschraubt wird oder je nachdem, das entsteht dann in dem Fall hier. Und ja. Morgen. Auch nicht. Wir sind bei KW und finden keinen Dämpfer. Schon einer. Also hier sind wir jetzt in der Warenannahme. Die Dämpfer waren jetzt gerade eben noch drüben in der mechanischen Fertigung, kommen dann vom Elektropolieren so zurück. Inox-Line sieht dann so aus, viele werden es kennen. Und ja, der wird jetzt hier angenommen, wird geprüft, ob die Qualität passt, ob die Elektropolitur passt, ob man irgendwelche Stellen hat, wo nicht gut aussehen. Dann kommt so eine Schweißnaht halt so raus. Und genau, dann geht es weiter in die Dämpfermontage. Okay, und diese Elektropolitur bedeutet genau, was wird da jetzt dann genau? Ja, die Oberfläche wird elektropoliert. Das heißt, du kriegst halt eine extrem glatte, saubere Oberfläche hin, wie man jetzt zum Beispiel hier sieht. Eben dieses glänzende. Genau, dieses glänzende. Ach so, okay. Das ist eine Oberflächenbearbeitung. Genau. Okay. Habt ihr da extra einen beschäftigt, der den ganzen Tag nur gelb und lila irgendwas anpinselt? Das stimmt, das ist es. Wer macht das? CI ist quasi das Erscheinungsbild, die Farbgebung. Gelb-lila ist unsere CI. Ja, genau. Ja. Aber Wiedererkennungsmerkmale eigentlich. Ja. Auch also jetzt haben wir hier unser Gehäuse in der Dämpfermontage. Ist jetzt hier in dem Fall schon mehr oder weniger kommissioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier unten die Gehäuse. Und hier oben haben wir jetzt unser Rohr innen drin, wo nachher unser Kolben drin läuft. Dann haben wir hier unsere Kolbenstange und unsere Verstellung. Und dementsprechend wird das jetzt halt alles da drin vorbereitet in dem Raum. Okay, aber das ist was mich wirklich auch persönlich fragt. Wie zur Hölle, wenn ich jetzt da oben klicke, warum wird der Dämpfer härter oder wie funktioniert das? Das kann man auch gleich machen. Ja, das ist ein Ventil, was weiter auf oder zu geht und dann den Höhe losbestimmt. Plötzlich wird das Ding zack. Ja, du betätigst ein Ventil, das sieht man jetzt dann irgendwo. Das macht einfach den Ölfluss dichter. Härter oder weicher, ich weiß nicht mehr. Es ist ein Loch, das wird größer oder kleiner. Und das ist eigentlich die ganze Magie dahinter, dass es fester oder härter wird. Genau, du hast halt, entweder du machst den Ölfluss träger oder du machst den Ölfluss besser. Und halt smoother, damit er halt dann schöner kommt. Genau. Also das ist jetzt hier die Zugstufenabteilung. Wenn man jetzt hier, merkt man das schon, ja, das merkt man schon. Also wenn man jetzt hier dreht, hat man den klassischen Klick. Also kannst du mal testen, wie man es schon kennt. Ja, das spürt man halt, wenn man verstellt. Genau. Ja. Da fühlt man sich doch aufgehoben, wenn man so ein Fahrwerk kauft, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, wirklich. Es du, ist so, du kriegst jetzt bald eins. Das ist weißt, da freut man sich doch mega, wenn man das so sieht. Ja, und man weiß haargenau, wo es herkommt, wie es gemacht wird. Vor allem ist es, ja, was heißt nicht simpel, aber so, keine Ahnung. Eins verbindet uns, der KW-Dämpfer. Der KW-Dämpfer. Ah, die Funden. Also hier sind wir jetzt an der Montagestation für die Zugstufe. Hier wird sehr viel mit Vorrichtung gearbeitet. Hier werden die Kolbenstangen geklemmt. Dann haben wir hier ganz viele Belüfterscheiben bzw. Beilegscheiben, die Stanzen etc., wo halt bestückt wird. Da kann man laut Plan dann arbeiten, bzw. die Arbeiter arbeiten halt je nachdem, was jetzt für ein Fahrwerk bzw. was für ein Dämpfer montiert werden muss, können die das Ganze dann bestücken. Hier oben haben wir Drehmomentvorrichtungen, um halt eben das gewünschte Drehmoment zu gewährleisten und zu sichern und das dann halt im Nachhinein auch alles noch kontrollieren zu können. Ja. Wieso habt ihr das hier nicht gelb? Hey, stimmt, da fehlt was. Ah, das ist ja lila, das passt das, ja, aber das geht noch zum Pulver. Das wäre jetzt das Bodenventil, oder?
Das, wo man verstellt. Nein, das ist noch nicht das Bodenventil. Das ist jetzt nur die Zugstufe. Die Zugstufe sitzt hier im Kolben drin. Ja. Das heißt, du verstellst hier oben, das ist die lange Stange, was wir vorhin gesehen haben. Ja. Ist hier oben dein Imbus drin. Genau. Und hier unten verstellt sich dann dementsprechend die Zugstufe. Hier sind wir jetzt an der Druckstufenmontage, beziehungsweise an der Finalisierung mehr oder weniger von der Dämpfermontage. Hier sieht man jetzt, wir sind zum Teil schon fertig montierte Dämpfer, wobei der jetzt noch nicht ganz. Aber grundsätzlich zur Erklärung, hier ist jetzt die Zugstufe, was wir gerade gesehen haben, fertig montiert. Das Rohr ist fertig montiert. Oh fuck, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Also hier sieht man jetzt, nächster Step nach der Zugstufenmontage, hier haben wir jetzt ein Bodenventil. Einmal von der V3 und einmal von der V1. Ich denke, hier werden schon ganz klar die Unterschiede bewusst. Das V3 Bodenventil ist einstellbar. Ist ja dementsprechend mit der Bestückung und mit den Beilagscheiben ganz anders aufgebaut wie jetzt so ein V1. Das ist starr, das kann man nicht einstellen. Und ich denke, da wird schon der Unterschied klar, was der Unterschied zwischen V1 und V3 ist. Also wie gesagt, die V3 kann man einstellen, ja, aber sie arbeitet auch mit einem komplett anderen Bodenventil, mit einem Blow-Off. Das ist auch die typische V3-Charakteristik, wo viele Leute halt sagen, das fährt butterweich, Gullideckel, ich merke überhaupt nichts. Das liegt eben an diesem Blow-Off, weil dieses Ventil erkennt schnelle und langsame Dämpfergeschwindigkeiten und macht dementsprechend komplett auf, wenn man jetzt zum Beispiel über eine Bodenwelle drüber fährt. Das macht dieses V1-Bodenventil nicht. Das nimmt dann einfach, bam, bam, nimmt halt einfach richtig. Statisch, starr, genau. Okay. Genau. Für andere wäre es sportlich, für andere sagen. Korrekt. Okay. Also das ist mal so der Unterschied. Diese Ventile werden dann hier in die gerade schon gesehenen Rohre eingepresst, eben auch mit der Verstellung hier unten. Ach, da unten hast du dann diese Klickverstellung. Genau, da ist dann die Klickverstellung mit dran. Und dann geht das Ganze weiter. Dann sieht man hier auch wieder mit unseren typischen lila Vorrichtungen, wird das Dämpferrohr bzw. das Gehäuse gespannt. Dann wird hier das zweite Rohr eingeführt. Dann kommt die Zugstufe mit drauf, beziehungsweise eine gewisse Ölmenge kommt mit rein. Dann wird das Ganze verschraubt, eben auch wieder mit Drehmoment. Und dann kommt der Dämpfer, jeder Dämpfer, wo wir montieren, kommt auf die Prüfmaschine. Jeder einzelne? Jeder einzelne. Das heißt, es wird eigentlich jeder einzelne Dämpfer geprüft. Und also korrekt. Sprich, jeder, den, der gekauft wird, der wurde schon mal... Genau. Und wir können nachweisen, dass der bei Auslieferungen in Ordnung war. Dass der perfekt gepasst hat bei der Auslieferung. Können wir auch nachträglich noch nachverfolgen, ob das so war. Durch die Seriennummer etc. Weil wir halt die Diagramme speichern, genau. Okay, ja geil. Also man sieht wirklich genau, ob der Dämpfer funktioniert oder nicht, ob Staub wenn, drin ist. Wollte jetzt gerade sagen, wenn jetzt irgendwie Öl schon rauslaufen sollte oder sowas. Ja, Öl läuft da nicht raus, aber man merkt halt an den Werten, an dem Diagramm sieht man dann, ob das okay ist oder nicht. Ob der jetzt außer Toleranz ist. Genau, wir fahren da gewisse Punkte an, wo wir schauen, ob das passt oder nicht. Mhm. Und wenn da halt was nicht passt, dann wird er wieder aufgemacht und einmal neu bestückt, guckt, ob Dreck drin ist und vorher geht er nicht raus. Geil. Also es ist wirklich wie eine Manufaktur, kann man so sagen. Ist auch sehr wichtig, dass man das betont. Wir bauen erst dann... Zum Beispiel eine Variante 3 wird bestellt für den Golf 7 und erst dann geht es los mit der detaillierten Bestückung von dem Dämpfer. Das heißt, Okay. Wir haben manche Sachen auf Lager, ja. Die halt passen. Genau, die passen. Die werden nach und nach kommissioniert, aber wir fangen erst an mit dem Bauen, sobald der Kunde bestellt. Ihr könnt auch quasi anhand unserer Seriennummer, wie du gesagt hast, nachvollziehen, ja, was der Dämpfer gemacht hat hier in dem Prüfstand. Genau. Weil ihr die Protokolle speichern und dementsprechend... Genau. Aber das wäre jetzt wieder ein anderer, das ist jetzt wieder Clubsport. Genau, das ist wahrscheinlich. Weil er eben noch dieses Ölreservoir hat, oder? Ja, in dem Fall die Blase da drin in dem Ausgleichsbehälter. Ja. Stickstoff drin. Genau. Ah, Stickstoff, okay. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Nachdem das Ganze dann zusammengebaut ist, kommt noch Stickstoff rein, eben um Geräusche zu minimieren. Mhm. Und ja, dann ist der Dämpfer eigentlich fertig. Also da ist, also da wäre jetzt theoretisch eigentlich Stickstoff drin. Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Ist das aber so eine Druckblase. Okay. Bitte? Das funktioniert wie eine Druckblase in dem Sinne. Genau. Bevor es das Öl reindrückt, ist es Stickstoff und schiebt es dann irgendwie zurück. Sorgt halt für weniger Geräusche. Ja. Ja, wofür es sorgt, aber weiß ich nicht. Für was Geräusche? Diese Schlaggeräusche oder diese Für die Ölgeräusche. Man hört ja auch oft bei serienmäßigen Dämpfern, jetzt zum Beispiel bei VW, Audi etc., hört man ja, wenn die dann irgendwie jetzt in der Fußgängerzone über das Kopfsteinpflaster fahren oder sowas, hört man immer so ein Zischen von den Dämpfern. Das sind und halt das minimiert das dann. Genau. Geräusche. Ich verkauf's eigentlich nur, weil es geil aussieht. Genau. Was halt auch wichtig ist, das sind subjektive Testfahrten, wo hier gemacht werden. Also das ist nicht irgendwie jetzt nach einem Diagramm. Oder klar, wir tun auch manche Fahrzeuge auf den 7-Post.
Aber wirklich, unser Entwicklungsleiter fährt das Auto und spürt bei diversen Fahrmanövern, was man noch ändern muss. Mhm. Also das ist schon... Sagt dann, hey, das passt irgendwie nicht. Das genau, Federrate anders, Stärke der Federreihen, andere Bestückung vom Dämpfer, was jetzt bei eurem RSQ3 der Fall war, dass er halt gesagt hat, er möchte es nicht so ausliefern, das passt so nicht. Mhm. Was war da kürzer denn, eine längere oder? Nee, er hat halt vom Setup, ich weiß jetzt nicht, so, genau, was, was nicht, okay, nicht passt, aber er hat halt gemeint, muss man nochmal Dämpfer ausbauen, neu bestücken, anderes Setup fahren, bisher härter, bisher weicher, je nachdem. Ja. Krass. Und das macht ihr mit jedem Neufahrzeug, den ihr habt. Und wenn es dann so freigeben ist, geht es dann raus in den Verkauf. Also sprich, wenn der Chef jetzt sagt, okay, das passt so, dann kannst du in 2 Wochen bei euch bestellen. Nicht schlecht. Ja. Kundenwünsche. Also ich brauche jetzt keinen Dämpfer, wo 350 mm lang ist, sondern ich brauche einen, wo 347 mm lang ist. Dann brauche ich eine 18er Kolbenstange, weil ich radführendes Federbein habe. Also ihr macht es komplett auch auf eigenen Kundenwunsch, also sprich Länge. Die bauen dir für dein Modellauto einen Dämpfer, wenn du brauchst. Genau. Das heißt, mein Bobbycar soll tiefer werden und härter. Hier bist du richtig. Hier machen sie es. Ja. Aber auch nur, wenn du mit deinem Bobbycar dann eine 6er Zeit auf dem Notschleife fährst. Dann bist du fucking schnell. Man sollte vielleicht die Kamera weglegen. Oh, sorry. Also jetzt hier letzter Schritt, beziehungsweise einer der letzten Schritte. Die Dämpfer sind jetzt aus der Dämpfermontage hier runtergekommen. Jetzt sind wir hier an der Fahrwerksmontage, Dämpfer ist fertig, Dämpfer dämpft, Dämpfer ist grundeingestellt. Parallel werden nebenher die ganzen Federn kommissioniert, die ganzen Anbauteile kommissioniert, alles was eben zu so einem Fahrwerk dazugehört. Die unbeliebten für die Tieffahrer, genau. Genau, das kommt dann hier alles drauf und gehen wir mal weiter. Dann ist hier die Fahrwerksmontage, die einzelnen Montagestationen. Ich denke, hier brauche ich nicht viel zu sagen, hier wird alles komplementiert und montiert. Ja. Entwicklungswerkstatt. Unser Auto steht da, dürfen wir euch leider nicht zeigen, was hier alles steht, deswegen stehen wir jetzt vor der schönen weißen Wand. Und ja, wie seid ihr jetzt bei der Entwicklung mit dem RSQ3 vorgegangen? Also wie habt ihr angefangen? Man schaut grundsätzlich, was hat man schon da? Kann man sich irgendwie an originalen oder anderen Plattformen rantasten? Das heißt, in dem Fall hat man jetzt eine Plattform gefunden, wo es auch im RSQ3 reinpasst. Dann schaut man, dass man die Dämpfer herkriegt bzw. baut und dann steckt man die ins Fahrzeug rein und fängt halt an mit Testfahrten, mit Rohdatenaufnahme bzw. Seriendatenaufnahme vom kompletten Radlauf, Restfederwegsprüfung etc. Und wenn da halt was nicht passt, dann muss man dementsprechend halt mit anderen Federraten reagieren oder mit einem anderen Dämpfer-Setup und so entsteht halt nach und nach das neue Fahrwerk. Genau. Die Frage hatte ich zwischendurch schon, ich stelle es jetzt einfach, wie viele Mitarbeiter habt ihr hier? 300 roundabout. Also es sind 300 Leute nur dafür verantwortlich, damit Menschen Fahrwerke haben. Sehr genau, damit Menschen Fahrwerke haben. Aber auf der ganzen Welt halt. Okay. Überall. Überall. Das heißt, wenn jetzt einer in China sein, keine Ahnung, was Hyundai tiefer legen will, fängt es hier eigentlich an. Fängt es hier an, genau. Verrückt. Genau, und dann gehört halt zu so einer Entwicklung noch dazu, dass man subjektive Testfahrten hat, wie er vorhin schon gesagt hat, wir haben ja auch diesen 7-Post, werden auch bestimmt viele Leute kennen. Da werden dann teils auch Fahrzeuge draufgestellt und halt, ja, Eigenfrequenzmessungen gemacht, wie der Dämpfer halt funktioniert und sowas. Alles Hightech, auf jeden Fall wird halt dann alles abgestimmt, auch wie gesagt subjektive Testfahrten sind uns auch sehr wichtig und dann kommt halt nach und nach das gewünschte Produkt raus. Den Zellenpost Prüfstand können wir auch gerne einblenden mal, können wir jetzt leider nicht filmen. Den vermietet ihr auch an Rennteams, oder? Genau, den kann man mieten. Für Entwicklung von Rennteams? Das ist halt der Vorteil, man muss keinen Kilometer fahren und hat da nachher ein perfekt eingestelltes Fahrzeug. Kann, glaube ich, sogar Rennstrecken simulieren? Genau, komplett. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem, keine Ahnung, was AMG da hinkomme und sage, ich will den genau für Hockenheimring oder Nürburgring, dann kann der... Läuft der das Setup an? Also und dämpft genauso und macht genau das, wo es heißt, okay, das wäre jetzt die Linie, wo du fahren müsstest. Genau. Leck mich im Arsch. Okay. Genau, und so nach und nach kommt dann das gewünschte Produkt raus. Jetzt so wie in eurem Fall haben wir jetzt spontan noch eine kleine Änderung, gerade bei der V3, was ihr jetzt hier bekommt. Und
Das dauert jetzt leider noch ein, zwei Stunden, aber das kriegen wir hin. Wir fahren auf jeden Fall mit einer V3 nach Hause. Perfekt, alles klar. Einmal frei. Wollen wir das hier machen? Hier stehen halt 100.000 Autos. Wir können da irgendwo... Achso, der filmt schon. Egal, der Typ. Filmt der schon? Ja. Was haben die jetzt gemacht? Wir haben hier jetzt unseren RSQ3 zurück. Sind zwar noch nicht daheim, aber... Ja, da ist jetzt aktuell ein DDC Plug and Play drin. Freuen wir uns. Ja, machen wir jetzt mal eine schöne Probefahrt. Geben dann unser persönliches Feedback nochmal an KW. Dann wird das Ganze vielleicht noch überarbeitet. Wie gesagt, auf Dauer ist es natürlich, wie man sieht, schwenk mal darüber. Kein Zustand. Wir müssen da schon nochmal nachbessern an der Höhe. Aber da wird man mit Sicherheit eine Lösung finden, weil das können wir ja auf Dauer nicht machen. Jo, mach mal Rempelpempel, also nicht launchen, sondern so pam 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 machen. Ja, alles im Kleinen kontrollieren. Echt nicht? Ich find's angenehm. Wir sind jetzt heimkommen mit unserem RSQ3. Fahrwerk fährt soweit gut, sage ich jetzt mal. Also ich bin zufrieden, ist wirklich okay. Bin es leider nicht gewohnt. Hat vorhin RS3, jetzt hat so ein Mini-Urus, sagen ja alle. Bus. Und aber womit ich auf jeden Fall definitiv noch nachhelfen muss, oder wir, das ist die Höhe. Ich denke, das ist aber jedem bewusst, wer uns kennt. Wir legen zwar Wert auf Performance, definitiv, aber das muss schon in einem Verhältnis stehen mit der Tiefe. Und da müssen wir uns definitiv, ich sage ganz schön oft definitiv, nein. definitiv noch was überlegen. Und das denke ich, bekommen wir aber auch hin. Genau, in dem Sinn halten wir euch auf dem Laufenden, werden weitere Videos noch folgen und dann sehen wir uns. Macht es gut. Das war zu viel.